Ah ja, jetzt kämpfen wir gegen Kit. Cool bleiben, Weißröckchen. Ist nicht zu überhören. Weißröckchen? Nun sag aber. Großer Häuptling. Momentchen, ich? Lustig. Ja, Kit ist sehr stark. Ich mag die Map nicht. Nein. Klar weiß ich da. So. Alles klar. Gut, das heißt, das Ding kann ich schon mal einnehmen. Nein, hast du nicht. Na, das war schlecht. Ich merke schon, der will Einheiten verlieren. Seine Gabe ist noch nicht voll. Dann ist noch alles gut. So. Wir haben mal zwei Jagdpanzer. Und schauen wir, was so abgeht.
So, das heißt, mein Jagdpanzer und Speer wird wahrscheinlich zerstört. Gehe ich jetzt mal von aus. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, lag ich ja gar nicht mal so falsch. Macht er nicht, okay. Jetzt machen wir es mal ganz dreist. Müsste aber eigentlich reichen, weil wir haben genug Einheiten. Er wird wahrscheinlich sowieso jetzt erstmal auf die... Okay, vergiss, was ich gesagt habe. So. Das war falsch gedrückt. Wir können wieder zurück. Der ist nicht in Reichweite. Das funktioniert nicht. Okay. So, einmal die Gabe aktivieren und dann haben wir ja gewonnen. Naja, können doch nicht besiegen, schade. Im Grunde egal, aber man spielt ja trotzdem richtig. So, jetzt gibt er immer noch Scharfschutz ein. Bro, du hast doch keine Fernangriffe mehr. Guck, er macht ja noch nicht mal was. Sheriff. Junior? Howdy, Andy. Freut mich. Oh. Ah. Schwamm drüber. Klingt eigentlich auch ziemlich cool. Ja.
Tritt ein, bring Geld. Okay, das kommt jetzt immer, weil wir irgendwas freischalten, ne? Finde ich nervig, weil ich komme da nicht, ich gehe da nicht rein. Nanu, was haben wir denn hier? Oh! Ein interessanter Synchronsprecher von Eagle. Ah, das Team von Eagle ist das. Interessant. Eagle, ja Mann, ich mag ihn, Junge, einfach seine Gabe ist einfach unnormal krass. Blitzschlag, Boom, sofort alle Einheiten können nochmal angreifen, ey, außer Infanterie. Melde Gehorsam. So, wir haben hier eine Flak. Dann haben wir hier. Und dann der. Und dann da. Da. Jagdpanzer nur, okay. Ach, scheiße. Habe ich in Reichweite des Helis gemacht. Mist. Vergessen, dass da eine Missile-Einheit war. Sorry, die Einheit brauche ich aber noch. Na warte, da oben ist ein Bomber. Kommt gar nicht der Dialog. Das ist ja blöd. Der war nämlich lustig. Zwischen Nell und Andy. Bezüglich der Luftstreitmacht von Eagle. Ist auch noch spezialisiert auf sowas ist. Ich weiß, da kommt jetzt sowieso der Dings. So, da ich dumm war und mein Transportheli du wirst büßen. Oh, ja, hab ich vergessen, scheiße. Blitz. Ah, okay, Blitzlichter ist sie. Ja gut, da finde ich jetzt noch eine. Die gegnerischen Truppen gehören zu Green Earth. Da ist der. Okay. Nimm die feuerigen Flugeinheiten nach. Die sollen nämlich besonders angestarkt sein. Also, diese Info kommt. Also, diese Info kommt jetzt reichlich spät, Nell. Oh, nein. Haben sie etwa schon das Feuer eröffnet? Jedenfalls viel Glück. Das überstehst du ganz sicher. Nell, Nell. Aufgelegt. Na, dann liegt es jetzt voll an mir. Na, komm!
Was das? Mann! Im Original war das viel geiler, da haben die nämlich gesagt gehabt. Im Original war das. Sie ist weggerannt. So war das gewesen. Sie ist weggerannt. Die hat auch gesagt gehabt, so, ja, schaffst du schon. Und dann sagt Nell so. Nell hat aufgelegt, sie ist weggerannt oder so. So in der Art war das auf jeden Fall gewesen. Richtig lustig, ey. Ach man, naja. Bro, wäre ganz cool, wenn der irgendwie verschwinden würde, dieser Jäger. Und meine L1-Taste sollte mal funktionieren, bitte. So, na gut, das Problem ist, er hat 34.800 und holt sich erstmal einen schönen fetten KPZ-Panzer. Na, ich meine, ist nicht so schlimm. Na gut, zwei Einheiten werden jetzt repariert. So. Er baut eine Flak-Einheit, okay. Interessant. Ja, war vorhersehbar, dass er eine Flak baut. Noch ein KP. Okay. Er macht leider diesen Wurf. Naja, gefällt mir nicht so ganz. Ah, scheiße, Blitzschlag. Details, mein Dings wird erstmal komplett vernichtet. Der schnellere Blitzlicht.
Du hättest erst einen in der Basis bauen sollen, das wäre ganz schlau gewesen. So ist natürlich auch ordentlich. Aber so hätte es noch einmal mehr angreifen können. Naja, ist ja nur die KI. Bin leider zu schnell. Alles klar. Naja gut, ist komplett verständlich. Man wird gleich später erfahren, warum. Na, wenigstens kannte er meinen Namen. Nein, nur Arang. Wir waren zu schlecht. Das nervt ein bisschen, dass Hachi immer wieder dahin kommt. So, jetzt müsste Olaf dran sein wieder, ne? Naja. Ah, Max. Entschuldigung, hat etwas länger gedauert. Ich heiße Max und bin auch Kommandant hier. Ist es auch. Wirst es bei. Jedenfalls sollten wir nun aus. Genau, wir können jetzt aussuchen, ob wir hier mit Andy spielen. Das wäre dann gegen Olaf. Oder der. Auch gegen Olaf, aber dann würden wir mit Max spielen. So, ich gehe einmal kurz. Ich gehe einmal kurz zu Hachi. Ich hoffe, danach verschwindet das. Weil es nervt einfach übelst. Was? Kundschaft? So, wie gesagt, hier können wir die ganzen Inseln und so weiter einkaufen und so weiter. Oder halt das. Karten für den Gegeneinander-Modus. Alles klar. Viel Glück auf dem Schlag. Ist mir aber scheißegal. So. Ich glaube, wir können beides machen, ne? So. Wir werden jetzt erstmal mit Max spielen. Gegen Olaf. Das ist nämlich die einfache Mission, finde ich. Die andere ist halt so eine mit Basen und so weiter. Entscheidet sich dann, wer mehr Bauten hat, glaube ich. Ja. Und hier ist einfach nur zerstören. Alles klar.
Nein. Soll ich dir das sagen? Sehr. So. Ach scheiße, der hat schon. Er hat schon genug für den Schneesturm. Bruder, wie dämlich einfach nur, ey. Hast du eine. Naja, Fähigkeit ist noch nicht. Na, ich hab jetzt erst gesehen, dass da ein Raketenwerfer ist. Scheiße. So, dann haben wir die Gabe. Maximum! Maximum! Okay, Max ist also ein Boxer, ah ja. Nein, der hat nie aus. Schatti. Das killt ihn auch nicht. Ja. Nutze ich so ein kleines Lockmetal. Wird er bestimmt dankend annehmen. Hab ich doch gesagt, nimmt er dankend an. Ja, wir hätten das Schlachtschiff auch noch in Reichweite machen können. Nach Schneesturm wieder, ne?
Alles klar. Naja, wir machen das alles so ein bisschen schneller, weil im Grunde, wir kennen das alles schon. Na? Treffer versenkt. Versenkt und versenkt. Aha. Ja. Obwohl wir eigentlich so viele Einheiten verloren haben.